In einer Studie unter der Leitung von Roy Baumeister von der Case Western Reserve University führte die Ablehnung bei den Teilnehmern zu einem sofortigen Rückgang des Denkvermögens um 30%. Sean Acker, Professor in Harvard, bestätigt, dass ihr Gehirn 31% produktiver ist, wenn sie sich in einem positiven Geisteszustand befinden. Also wenn sie Lehrer sind oder Mitarbeiter unter ihrer Aufsicht haben, haben sie 60% ihres Erfolgs in der Hand. Werden sie sie ignorieren, verurteilen oder schlimmer noch schikanieren? Oder werden sie sie unterstützen und motivieren?